Szenenapplaus hier für Sie auf der Tribüne in Lübeck, wenn Sie die Szenerie betreten, das tut wahrscheinlich gut. Sie sind genau einen Monat im Amt. Es war ein sehr, sehr arbeitsreicher Monat. Gehe ich da recht in der Annahme? Ja, das stimmt natürlich. Ich bin gleich richtig reingegangen. Aber trotzdem, es gibt viel zu tun, aber die Leute an meiner Seite helfen mir natürlich sehr. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man nur gemeinsam auch bewältigen kann. Ich finde, wenn ich das sagen darf, der Start ist recht vielversprechend verlaufen. Die Transfers von Müller und Berami, die Verpflichtung von Bernhard Peters als Nachwuchschef, die Einigung mit Herrn Kühne, alles sehr geräuschlos, alles ohne große Aufregung. Sind Sie selbst zufrieden mit Ihrem Start in Hamburg und Sie wissen selbst auch, was in der letzten Saison los war? Ja, ich schaue mehr nach vorne als zurück und natürlich denke ich, sind es ganz gute Entscheidungen gewesen und ich glaube, dass sie uns auch nach vorne bringen werden. Man braucht natürlich ein bisschen Zeit. Wir wollen das Schritt für Schritt machen. Wir wollen auch das geräuschlos machen. Wir wollen versuchen, Entscheidungen zu treffen, sie dann durchzuziehen und dann auch zu verkünden. Und ja, bis jetzt, glaube ich, ist der eingeschlagene Weg der richtige. Aber jetzt fängt dann langsam die spannende Zeit des Spielens wieder an und der Wettkämpfe. Da bekommen wir jeden Tag ein Feedback. Und wir hoffen, dass wir das auch gut hinkriegen. Das ist die letzte Frage dann auch. Wie fällt heute Ihr Feedback aus? Lazio Rom, ein enorm starker Gegner, fand ich gerade in der Anfangsphase. Also ein richtig guter Härtetest, glaube ich, 10 Tage vor dem Pokalauftakt in Cottbus dann. Ne? Auf alle Fälle sehr guter Test hier. Die Römer spielen gut, auch engagiert, aber unsere Mannschaft auch. Also sie marschieren, sie laufen, man sieht, dass sie gut vorbereitet sind. Wir sind leider noch nicht so gezielt zum Abschluss gekommen. Aber ich hoffe, dass wir noch vielleicht zumindest eins, aber hoffentlich auch 2 Tore schießen. Alles klar. Vielen Dank, Dietmar Beiersdorf. Ich wünsche Ihnen erfolgreich und vor allem eine ruhige Saison.